Herr Steingrüben, der letzte Saisonspiel gegen die HSG Holsteinische Schweiz. Das war ein sehr faires Spiel und ein würdiger Saisonausklang, denke ich. Ja, absolut. Beide Mannschaften waren durch. Glückwunsch an den Aufsteiger. Bei uns war heute nicht mehr drin. Wir hatten zu viele Verletzte und so weiter. Trotzdem ein faires Spiel. Fand ich gut. Haben alle was gegeben. Marc, ich muss zugeben, ich war ein klein bisschen abgelenkt, aber wenn ich das richtig gesehen habe, war deine erste große Aktion gehaltener 7 Meter. Habe ich das richtig gesehen? Ich glaube, das habe ich auch so richtig gesehen. Schon so ein bisschen her, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Aber ja. Benjamin, das war heute das letzte Spiel einer sehr schönen, aber auch sehr langen Saison. Das ist in der Tat so. Die Saison war sehr lang. Ja, ich weiß gar nicht, wir haben, glaube ich, letztes Jahr Ende Juni mit der Saisonvorbereitung angefangen. Jetzt sind wir Mitte Mai. Das ist ein langer Weg gewesen, aber es war auch eine schöne Saison. Also wir sind ungeschlagen durch die Saison gekommen. Wir wollten direkt wieder aufsteigen. Am Ende sind wir ungeschlagen Meister. Zwei Unentschieden auswärts. Was soll man sagen? Das ist besser hätte es nicht laufen können. Wie geht es jetzt bei Ihrer Mannschaft weiter? Sie machen jetzt sicherlich erst einmal Pause, erholen, durchschnaufen und dann Vorbereitung auf die kommende Saison? Nein. Die holen erstmal Luft. Ich höre auf. Ich gehe zum anderen Verein. Ich wünsche der Mannschaft alles Gute, dass sie weitermachen. Die Mannschaft wird ein bisschen auseinanderbröckeln, leider Gottes. Es ist aber eben halt so, weil die kommen relativ weit her, sind jung, sind eben halt im beruflichen Wege ganz woanders. Ja, aber ich denke mal, die werden jetzt 2 Wochen Pause machen und dann wird das mit dem neuen Trainer auch vielleicht weitergehen. Du bist jetzt ja nach einer Saison Pause wieder zurückgekehrt ins Tor. Wie fühlt sich das an? Ist es wie nach Hause kommen? Ja, ich habe also fast 2 Jahre Pause gemacht. Ich bin beruflich so eingespannt immer noch und nach einigen Abenden mit dem Trainer gespannt, haben die mich wieder überzeugt, wieder anzufangen. Und ja, die Jungs haben mich mit offenen Armen wieder aufgenommen und sehr, sehr nett begrüßt und fühle mich wieder sehr wohl und wie zu Hause. Das war, habe ich vorhin schon zu dem Schwartauer Trainer gesagt, das war ein würdiger Abschluss, war ein schönes Handballspiel ohne unnötige Härten, hat richtig Spaß gemacht so zu gucken. Hat es auch aus Trainersicht Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also es ging ja heute ja wirklich um gar nichts mehr, weder für uns noch für Schwartau. Und beide Mannschaften kennen sich sehr gut. Wir haben öfters in der Vorbereitung schon gegeneinander getestet. Die Jungs kennen sich untereinander, deswegen wussten wir vor, dass das hier so ein bisschen Freundschaftsspielcharakter hat. War ein schönes Spiel, ja. Gab es in dieser Saison ein Highlight für Sie? Ein Spiel, das herausragt, eine Leistung, die herausgeragt hat, ein Ereignis, das Sie besonders beeindruckt hat? Ja, gab es absolut. Das Spiel gegen Preetz. Das ist gerade vor 3 Spielen gewesen. Das war das Topspiel. War auch mein Geburtstag. Die Jungs haben mir ein schönes Geburtstagsgeschenk gemacht. Sie haben gekämpft bis zum geht nicht mehr. Und trotz der super ersten Halbzeit mit 6 Toren vor, haben wir mit einem Tor gewonnen gerade noch. Aber es war, ich glaube, das absolute Highlight des Spiels. Ja, vielen Dank. Was erwartest du von der Schleswig-Holstein-Liga? Wird hoffentlich ja nicht so sein wie vorletzte Saison. Yes. Wir hoffen mal, dass Corona vor allem ausbleibt und ansonsten, wenn man sieht, was die Jungs in den 2 Jahren für einen Schritt gemacht haben, glaube ich, ist man nicht im oberen Drittel, aber vielleicht im Mittelfeld kann man gut angreifen. Das sehe ich schon. Also schon gut ansehnlicher Handball, den die Jungs spielen, muss man sagen. Klar, danke mal. Und auch heute war wieder so wie die ganze Saison immerhin, wenn auch nicht so ganz zahlreich, aber nichtsdestotrotz doch der HSG-Anhang deutlich zu sehen und zu hören. Ja, das stimmt. Also gefühlt war es heute sehr, sehr ruhig. Hatte kurz das Gefühl eines Geisterspiels, muss man tatsächlich sagen. Aber im Laufe der ersten Halbzeit hat sich die Tribüne ja gerade auf unserer Seite auch noch gefüllt. Und was die Leute alles reingeworfen haben, die Saison, wo die überall hingereist sind, wie die uns unterstützt haben, wie die uns supportet haben, das ist einfach grandios. Klar, ich sag vielen Dank für eine schöne Saison.